wollte ja immer mal Brad Pitt interviewen, aber jetzt hat er Jennifer Aniston ja schon geheiratet und jetzt ist das Ganze eigentlich witzlos, weil ich habe mir gedacht, ich interviewe den vorher und dann lässt er Jennifer Jennifer sein und dann heiraten wir und kriegen ganz viele Kinder. Nein, es gibt garantiert noch so ein paar Leute. Madonna finde ich spannend. Die Ärzte würde ich gerne noch mal interviewen, weil die hatten sich damals mit Bravo verkracht und ich habe sie deshalb nie im Studio gehabt. Aber eigentlich habe ich schon ziemlich viele Leute getroffen. Will Smith habe ich getroffen, Keanu Reeves, so Leute, mit denen ich, von denen ich, als ich 16 war, geträumt habe. Also das Ding ist ja auch, die Leute verlieren. Früher dachte man, das sind so die Megastars und ich falle tot um, wenn ich den jemals sehe. Und mit der Zeit bekommst du mit, dass es einfach so normale Menschen sind zum Großteil, wie du und ich. Also und deshalb ist auch dieser Hype nicht mehr so groß. Also es gibt ein paar Leute, die würde ich gerne noch treffen. Ich freue mich jetzt zum Beispiel auf der Kometverleihung im September ein Interview zu haben mit Jon Bon Jovi oder Morten Harkett von Aha, weil das sind auch so Jungs, weißt du, als ich 16 war, habe ich die gehört und Morten hat sich in den letzten 10 Jahren nicht ein bisschen verändert. Ich habe den jetzt auf der Popcorn gesehen, ich sage, wie macht der das? Er ist geklont. Und das werde ich ihn fragen auf dem Kometen, da freue ich mich drauf. Die netteste, die mir jetzt einfällt, wo ich echt dachte, scheiße, jetzt stirbst du, war bei der Bravo Super Show im letzten Jahr. Und ich meine mal eben so 25.000 Leute in der Köln Arena und es ist sowieso eine totale Anspannung. Man steht auf der Bühne und vor allem die Menschenmassen und 6 Stunden Programm und 31 Bands und du denkst nur so, oh mein Gott, irgendwie ist das geil, aber ist das auch heftig. Und mittendrin im Auftritt von Pur fiel auf einmal die komplette Technik aus. Also wirklich alles, es ging nichts mehr. Und dann hieß es nur Nova, raus auf die Bühne, überbrücken. Und ich nur so, ja geil, Leute, ihr habt ja wohl einen Schaden. Ich meine, wenn dann die Backstreet Boys auf der Bühne stehen, dann ist das überhaupt kein Thema. Dann hast du so einen Hype und so ein Gekreische in der Halle und so, dann kannst du Frage-Antwort-Spielchen machen. Und dann stand ich da mit Hartmut Engler auf der Bühne und habe ihn über so eine Familie ausgefragt und hat irgendwie versucht, das die Zeit zu überbrücken und die Kids haben irgendwie die Krise gekriegt, weil sie auch wollten, dass es weitergeht. Und du hast auch keine Ahnung, wie lange diese Pause dauert. Du wartest nur auf dieses Erlösende aus dem Off, diese Stimme, die dir sagt, es geht wieder. Ich glaube, das war der totale Albtraum für mich. Das hat dann irgendwie nur 10 Minuten gedauert, aber ihr wisst gar nicht, wie lange 10 Minuten sein können. Spannend. Will Smith. Will Smith fand ich klasse. Also es war das Schönste, was ich je gemacht habe. Spannend ist immer so eine Sache, aber das Schönste. Wir haben uns die ganze Zeit nur totgelacht. Er hat mir irgendwie so Sachen erzählt, dass er gerade erst schwimmen gelernt hat, weil er hat eigentlich nie schwimmen gekonnt. Und sein kleiner Sohn Trey wollte dann schwimmen lernen und hat dann gesagt, okay, dann lernt er mal gleich mitschwimmen. Ach, im Moment mache ich ja ganz, ganz Happy Inside für Viva und bin halt jede Woche in einem anderen Land, in einer anderen Stadt dafür unterwegs und das liebe ich total. Es macht mir totalen Spaß, weil dieses Format absolut, das bin ich. Also total, es macht mir keiner Vorschrift, nicht sagt, was ich denke und kann mit den Leuten so umgehen, wie ich meine, dass ich mit ihnen umgehen möchte und was ein totaler Luxus ist im Fernsehen, das weiß ich mittlerweile. Und ja, ich werde viel live machen, werde viele Veranstaltungen machen und ja, werd schon präsent sein, da und hier und nähere Infos gibt es eben auf meiner Website. Gibt es einen ganz tollen Terminkalender, da kann man das immer erfahren, wo ich mich gerade so rumtreibe. Also, einmal bin ich totaler Musikfan. Ich habe, glaube ich, alles in meinem CD-Schrank, was es überhaupt gibt, von Klassik bis Heavy Metal. Und das ist bei mir super stimmungsabhängig, so zum Entspannen und Chillen, gerne so ein bisschen, ja, so Café Del Mar ist momentan so meine Lieblings-CD, die höre ich super gerne. Dann höre ich gerne so R&B und Soul und bin eigentlich so ein Fan von handgemachter Musik. Also mich kann man mit Techno zum Beispiel überhaupt nicht begeistern. Ich mag Gitarren und ich mag Vocals und so Leute wie Melissa Etheridge oder Tori Amos oder jetzt aber auch so Leute wie Moby zum Beispiel, finde ich super genial. Also es ist halt bei mir super gemischt und es kommt echt drauf an, wie ich mich gerade fühle.